Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Woche, die mit der Buch Berlin tierisch geendet hat. Denn ich war in Berlin und der Vlog dazu kommt am Dienstag online. Ja, das war auf jeden Fall ein richtig schöner Berlin-Besuch. Aber ich falle hier so mit der Tür ins Haus. Ja, es war eine Woche mit zwei Büchern, mit einem Hörbuch, was auch ein absoluter Hörgenuss des Monats war. Dazu habt ihr das Video ja schon am Donnerstag gesehen. Wenn nicht, findet ihr es natürlich unten in der Infobox. Dann war ich zwei Tage in Berlin, habe da auch ein bisschen gevloggt. Video ist auch soweit schon geschnitten und fertig und kommt dann am Dienstag online oder am Donnerstag. Ich weiß nicht, was zuerst kommt, ob zuerst Neuzugänge kommen oder erst die Buch Berlin. Ha. Wobei, es ist nicht nur die Buch Berlin, ich habe auch so ein bisschen Berlin mit gefilmt. Und morgen ist ja tatsächlich schon der erste Advent. Es ist unfassbar, ja, wie schnell dann doch irgendwie Zeit vergangen ist. Und dass wir in 4,5 Wochen tatsächlich auch schon Weihnachten haben, ne? Also, ja, ich finde, der November ist wirklich zackig vorbei gewesen und ja, und das sage ich ja eher selten, aber so der November, ja, da finde ich das definitiv. Ja, zu Buch Berlin war richtig schön, ist natürlich nicht vergleichbar mit Leipzig oder gar Frankfurt, aber ich fand es atmosphärisch sehr angenehm. Weil man so merkt, dass da wirklich Menschen sind, weil natürlich viele Self-Publisher da sind, auch kleinere Verlage, viel High-Fantasy, Fantasy. Man merkt da schon, dass da sehr viel Leidenschaft ist. Und ja, ich habe ein bisschen mitgefilmt, freut euch da auf den Vlog. Jetzt kommen wir zu den Büchern der Woche. Insgesamt waren es drei Bücher, die ich gelesen habe, obwohl ich gerade das Hörbuch auch noch am Montag beendet habe. Aber die, ja, das erste Buch der Woche, was ich beendet hatte, war Man hört nur mit dem Herzen gut von Benjamin Pivko. Eine, ja, Lebensgeschichte, Biografie, finde ich fast ein bisschen zu viel, weil es dazu eigentlich zu wenig Infos sind, aber es ist ja ein Teil seiner Lebensgeschichte, die er uns hier erzählt. Zusammen mit der lieben Becky habe ich Redwood Dreams gelesen. Es beginnt mit einem Lächeln von Kelly Moran. Das ist im Grunde der vierte Teil dieser Redwood-Reihe. Es gab ja eine Trilogie, die Redwood Love hieß, und das ist jetzt der vierte Teil und es wird auch noch einen fünften geben. Und dann mein Hörgenuss des Monats, ja, der zweite Teil von Size, Der Zorn der Gerechten von Neil Schusterman. Ja, ich muss da gar nicht mehr viel sagen und ich werde mich auch im Video dazu ein bisschen kürzer fassen. Zum einen ist es natürlich ein zweiter Teil und zum anderen habe ich, glaube ich, im Hörgenuss schon, ja, ausgiebig darüber geschwatzt. Und ja, der dritte Teil ist ja nun auch endlich da. Ja, wir starten mit dem ersten Buch und zwar Man hört nur mit dem Herzen gut von Benjamin Pivko. Ich kannte ihn so bewusst erst seit Let's Dance. Das ist so neben Wer wird Millionär das Einzige, was ich tatsächlich ein bisschen regelmäßiger auf RTL schaue. Und ich war hier positiv über ihn und seine Art überrascht. Wer Benjamin Pivko nicht kennt, wir haben hier einen ja, tauben jungen Mann. Ich glaube, Benjamin Pivko müsste so mein Alter haben, Mitte 30, der seitdem er 8 Monate alt gehörlos ist. Er ist vielleicht sogar ein Hauch älter wie ich, in Hamburg geboren. Und ja, hat als Kind ganz normal gehört, ganz normal gesprochen. Und er erzählt uns seine Geschichte, was er, woran er sich erinnert, bevor er taub wurde. Was, glaube ich, tatsächlich, ich bin echt jetzt gerade verwirrt. Ich habe mir das irgendwie nicht gemerkt, wie alt er war. Auf jeden Fall ist er eine ganze lange Zeit schon taub. Und hat dann eine ganz normale Ausbildung zum Tischler gemacht und hat sich dann dem Kampfsport gewidmet. Und ist da mehrfach zertifizierter Kampfsportler und auch Trainer. Und ja, durch Let's Dance bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Also er hat wohl vorher auch schon viele Preise im Kampfsport erreicht. Wobei das ist eben einfach kein Sport, den ich irgendwie aktiv verfolge. Und mich hat bei ihm so fasziniert, zum einen natürlich, dass man ohne etwas zu hören, ohne die Musik zu hören, trotzdem so eine Leidenschaft fürs Tanzen entwickeln kann. Natürlich kann man irgendwie sagen, wahrscheinlich kann man anhand von der Choreografie, von der Partnerin irgendwie tatsächlich ja, tanzen, ohne den Takt zu hören, ohne die Musik zu hören. Aber man hat einfach seine Begeisterung gespürt für das Tanzen und das ohne Musik. Und ich fand das sehr faszinierend. Ich fand es eine unglaublich
inspirierende, motivierende Geschichte um ihn herum. Und ich fand es einfach faszinierend, was sich dieser Mann traut, im Grunde dafür auch kritisiert zu werden. Ihm wurde auch bei Let's Dance öfter mal unterstellt, dass er hier so einen Behindertenstatus möchte, was er nie wollte. Und das erzählt er uns im Grunde auch alles in diesem Buch. Also wirst du Kindheit, Jugend, das Erwachsenenleben, welche Einflüsse die Menschen um ihn herum haben, besonders seine Mutter, dann auch seine Freundin bzw. dann Frau, wie die Menschen mit ihm umgehen, auch weil er ja ein sprechender Tauber ist, also er kann mehr oder weniger sprechen, ich finde auch relativ deutlich, wenn man sich darauf konzentriert, und er kann auch sehr viel von den Lippen ablesen, wenn die Menschen ihm eben die Chance geben, das zu tun. Er hat sehr schön auch darüber so ein bisschen erzählt, wie achtsam man vielleicht im Vergleich als Tauber zu einem ungehörlos, also wenn man ein Mensch ist, der hören kann, ist, weil man sich nur auf das konzentriert, was man tut. Also auch wenn er kommuniziert, egal ob in Gebärdensprache oder mit Sprechen und Lippenlesen, muss er sich immer konzentrieren, während alle anderen gefühlt ja auch irgendwo hinschauen können und sich trotzdem unterhalten können. Und das fand ich, war sehr achtsam, waren sehr schöne Momente, die er beschrieben hat. Ich finde es unglaublich schwierig, eine Lebensgeschichte oder gar eine Biografie zu bewerten, weil das natürlich, also es ist halt sein Leben. Es ist so passiert. Man kann jetzt natürlich sagen, wie ist die Geschichte aufgebaut, wie erzählt er uns das, und das fand ich sehr, sehr angenehm. Es war ein sehr flüssiger Stil, es lässt sich sehr angenehm lesen, man bekommt sehr interessante Einblicke in sein Leben, auch in sein Erwachsenwerden, in all die Dinge, die eine Herausforderung sind. Man bekommt die Leidenschaft zum Kampfsport und zum Tanz erzählt. Ich finde, da hat er wirklich einen wunderbaren Fokus drauf gelegt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich fand auch toll, wirklich dieses Achtsamkeit, wie er die Gedanken dazu formuliert, auch zur Beobachtung, zur Reflexion, zu seiner Dankbarkeit und auch zum Thema Empathie. Und das waren so die Punkte, die ich besonders wichtig finde und die er auch wirklich sehr schön formuliert hat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Macken, die die Menschen manchmal haben, also er hat zum Beispiel mal so ein bisschen erzählt, als WhatsApp aufkam oder auch schon die SMS, wie sehr ihm das erleichtert hat, zu kommunizieren, wie unhöflich er es aber findet, wenn Leute gefühlt mitten im Gespräch eine WhatsApp-Nachricht beenden, ohne ein Tschüss oder mach's gut oder bis später, sondern einfach mitten im Satz gefühlt aufhören. Und man beobachtet das ja so bei sich selbst. Ich musste da auch bei vielen Gedanken so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, es stimmt. Man schreibt mit einer lieben Freundin irgendwie WhatsApp und dann, ja, hat man so seine Gedanken erzählt, der andere, die andere auch. Und dann ist erstmal für einen halben Tag Schluss. Und keiner sagt Tschüss, keiner sagt bis später. Und ich denke auch, das stimmt. Es ist eigentlich nicht, sehr, sehr höflich irgendwie. Und das fand ich sehr faszinierend. Also ich mochte die Lebensgeschichte von Benjamin Pivko gerne. Ich hätte allerdings tatsächlich ein bisschen mehr Tiefgründigkeit so ein bisschen erfahren. Vielleicht tatsächlich auch ein bisschen mehr Theorie zu dem, was mit ihm ist. Auch zu seiner schulischen Ausbildung zum Sprechen. Das war schon sehr, sehr, sehr gut erklärt. Aber so ein bisschen fundierter. Aber es ist natürlich kein Sachbuch. Es ist im Grunde eine Biografie. Und deswegen finde ich das gut. Mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es Benjamin Pivko noch ein bisschen näher gebracht. Und mein Chapeau ist im Grunde noch größer geworden vor seiner Leistung, weil ich finde es nach wie vor unfassbar faszinierend, was dieser Mann und auch natürlich viele andere Menschen in unserem Land oder auf der Welt eben tun, obwohl ihnen im Grunde etwas sehr Wichtiges, nämlich das Hören und auch das Sprechen irgendwie fehlt. Allein, dass er ja eigentlich nie ein Hörbuch hören kann. Natürlich kann er lesen, aber ja. Also ich finde es sehr, das ist jetzt irgendwas ganz Banales, aber sehr faszinierend. Also hat mir gut gefallen, fand ich sehr informativ und hat nochmal gezeigt, wie inspirierend Menschen trotz irgendwie eines Handicaps auch sein können. Und hat mir gut gefallen. Auch sehr, sehr gut gefallen hat mir Redwood Dreams von Kelly Moran. Es beginnt mit einem Lächeln. Im letzten Jahr gab es aus dem Küss Verlag, ihr findet alle Bücher und Infos natürlich unten in der Infobox, gab es die Redwood Love Reihe, die da, wo ist es hier, so aussah. Und ich habe Band 1 abgöttisch geliebt. Ich fand Band 2 noch sehr gelungen. Also das war ja, es beginnt mit einem Blick, es beginnt mit einem Kuss und es beginnt mit einer Nacht.
Und der dritte Teil war aber so gefühlt nur noch okay. Also es war mit der schwächste Band für mich, der mir nicht ganz so gut gefallen hat. Obwohl ich anfangs dachte, dass gerade dieser Bruder, denn es geht hier ja um drei Brüder, die Tierärzte sind, die O'Gradys, und ich ja eigentlich dachte, dass der mich am mit meisten fasziniert, war aber nicht ganz so meine Geschichte. Dann wurde bekannt, dass es eine Spin-Off-Reihe gibt. Wir widmen uns nicht mehr den Brüdern, sondern dem Feuerwehrmann Jason Burkwell und dem Sheriff Parker Maloney. Und ja, wir haben jetzt, denn es beginnt mit einem Lächeln, eben den Feuerwehrmann Jason. Und es erfolgt dann im Februar, es beginnt mit einem Knistern. Und da geht es dann um den Sheriff Parker. Kurz entschlossen habe ich das zusammen mit der lieben Becky gelesen. Ihr findet ihren YouTube-Kanal unten in der Infobox. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Wir haben schon das ein oder andere Buch irgendwie so ein bisschen gemeinsam gelesen und ich habe gesehen, dass sie sich das frisch gekauft hat. Und dann haben wir uns spontan entschlossen, komm, lass uns das ab morgen gemeinsam lesen und austauschen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, wir treffen hier auf den Feuerwehrmann Jason und die Grundschullehrerin Ella. Beides ja, sehr spezielle Charaktere. Sie ist sehr schüchtern, was so ein bisschen auch an ihrer Vergangenheit liegt. Ja, besonders einfach an schweren Schicksalsschlägen, die sie ertragen musste, als sie noch Kind war. Und auch bei Jason läuft nicht alles so richtig gut. Er hat seinen Vater verloren und ja, hat so ein bisschen innerlich dieses, ich lasse niemanden an mich ran, denn er oder sie oder na, er selbst oder eben dann auch die Partnerin könnten irgendwie verletzt werden. Und ja, das tragen beide so ein bisschen mit sich rum. Aber zufällig, wie es das Drachentrio so möchte, ja, hat es so seine Hände im Spiel, dass sich beide zum nächsten Wohltätigkeitsveranstaltung irgendwie einen Grund haben, sich zufällig vorher zu treffen. Und ja, es knistert so ein bisschen zwischen den beiden. Und trotz all ihrer Probleme merkt man, dass sich hier eine Freundschaft entwickelt, eine tiefe Verbundenheit, dass beide etwas beim anderen spüren. Und ja, die Geschichte verfolgen wir so ein bisschen. Es spielt eine Katze oder Katzen eine große Rolle und ja, eben auch so ein bisschen Redwood. Was ich tatsächlich sagen muss, ist, dass ich die Geschichte richtig, richtig schön fand, aber mir fehlt Redwood. Das Besondere am ersten Teil war für mich wirklich dieses Redwood-Feeling, dieses kleine Städtchen, irgendwo so, ja, ganz urig. Sind wir in Montana? Ich weiß es schon gar nicht mehr, wo Redwood war. Ich glaube tatsächlich, oder waren wir in Ohio? Nein, in Oregon. Irgend sowas war es. Das hat mir am ersten Tag unglaublich gut gefallen. Ich habe das wirklich absolut gefeiert, geliebt, wie dieses Städtchen einbezogen wurde, wie die Stadtbewohner irgendwie eine Rolle spielten. Das Drachentrio, was ja die Tanten irgendwie von den Tierärzten ist. Wie wir das so ein bisschen erfahren haben, wie wir auch diese Nebencharaktere hatten. Und das fehlt mir einfach. Das fehlte mir schon in Band 2, fehlte mir noch mehr in Band 3. Und auch hier kommt es einfach zu kurz. Die Charaktere sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, vielleicht auch noch miteinander. Aber ja, es kommt alles sehr, sehr kurz, was drumherum so ein bisschen ist. Aber das ist tatsächlich eigentlich der einzige Knackpunkt in ja, der Geschichte. Der Rest ist wirklich richtig, richtig schön. Es ist ein sehr flüssiger, moderner Schreibstil mit richtig schönen Dialogen, tollen ja, Kombinationen mit Problemen, die man nachvollziehen kann, mit Charakteren, die tiefgründig sind, die für mich in meinem Kopf auch ein Gesicht haben und die wirklich ja, das Leben so erzählen, wie es eben manchmal einfach ist. Es ist sehr erwachsen. Das ist, finde ich, bei New Adult sehr wichtig. Wir haben hier Charaktere, die um die 30 sind und denen eben im Leben auch schon mal was passiert ist, die was erlebt haben, sowohl positiv wie negativ. Und ich finde das einfach sehr schön. Es sind nicht so diese ganzen Anfänge, und ja, sondern die Charaktere sind einfach ein bisschen reifer und ja, haben ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Ich mag den Schreibstil sehr, sehr gerne. Ich mag es auch wirklich, wie die Charaktere erschaffen wurden, wie tiefgründig sie sind, wie man ihnen näher kommt, dass es auch einfach nachvollziehbar ist, was so ein bisschen passiert. Es ist auch, finde ich, für New Adult sehr langsam erzählt. Also es ist wirklich eine sehr lange Knisterzeit. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mir die etwas erotischeren Szenen hier drin sehr gut gefallen haben, dass ich die sehr angenehm fand und auch tatsächlich sehr realistisch, was ich ja sehr oft nicht so finde. Aber ich das hier wirklich sehr schön finde und auch nicht zu ausschmückend, was mich ja doch öfter mal stört. Ja, aber Redwood fehlt mir tatsächlich. Dieses Städtchen-Feeling, das ist einfach sehr wenig und das finde ich wirklich sehr schade. Man wird hier schon ein bisschen auf
den Sheriff Parker angeteasert, denn der ist ein guter Freund von Jason. Und das fand ich tatsächlich auch richtig schön, dass wir da schon jetzt im Grunde ein Gesicht vor Augen haben und wir uns auf Februar freuen dürfen, wenn diese Geschichte dann herauskommt. Es ist eine schöne Liebesgeschichte mit einem ganz langsamen Knistern und wirklich auch Charakteren, die mir gut gefallen haben. So manche Reaktionen der Charaktere konnte ich nicht ganz nachvollziehen, was vielleicht auch ein bisschen an mir liegt, wer weiß. Dennoch werde ich den fünften Band sozusagen oder den zweiten Band der Redwood Dreams Reihe lesen und freue mich auch darauf und finde es auch schön, einfach wirklich, wie diese Bücher so aufgemacht sind. Ich habe auch ein paar Markierungen. Die lese ich einfach vor. Hier habe ich mir markiert, Stärke kommt davon, Gefühle zuzulassen und zuzugeben. Hat mir sehr gut gefallen. Was habe ich mir hier markiert? Wir haben kein Mitspracherecht darin, wann wir kommen oder wann wir gehen. Nur wie wir unser Leben dazwischen leben. Und die Erinnerung an jene, die nicht mehr unter uns sind, ehren wir, indem wir genau das tun, leben. Hat mir sehr gut gefallen. Und was hat mir noch markiert? Ach so, da hinten war dann die Leseprobe. Okay. Wobei die nichts mehr mit Redwood zu tun hatte. Deswegen hatte ich die ausmarkiert, dass das Buch nur bis dahin ging. Ja, eine klare Empfehlung. Wer Liebesromane, wer erwachsenes New Adult mag, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mir viel Spaß gebracht und hat mich gefreut, das zu lesen. Und das dritte Buch der Woche, was auch gleichzeitig das Hörbuch der Woche ist, können wir dann relativ schnell besprechen. Denn es geht um den zweiten Teil der Size-Reihe von Neil Schusterman. Es geht um Der Zorn der Gerechten. Ja, ich habe am Donnerstag im Hörgenuss schon von der Reihe geschwärmt. Ihr findet das Video auch unten in der Infobox. Es wird gesprochen von Thorsten Michaelis und das ist für mich wirklich der Hörbuchsprecher schlechthin. Man merkt, dass er eine Schauspielausbildung hat, dass er sonst Synchronsprecher ist. Der ist die Stimme von Sean Bean und ich liebe ihn. Ich liebe seine Stimme, ich liebe diese Vertonung, ich liebe es, wie er da Atmosphäre reinbringt und ich bin wirklich ein großer, großer Fan. Ja, zu Size, ich muss, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe auch letzte Woche schon beim ersten Teil so geschwärmt, haben wir ja eine Art dystopische Utopie, denn Krankheit und Tod sind ausgeschlossen, gibt es nicht mehr, aber damit wir im Grunde keine Überbevölkerung bekommen, gibt es die Size, eine Art Gilde, Hüter des Todes, die eben nachlesen können und durchaus Menschen wirklich noch nachlesen und wirklich umbringen. Das läuft eigentlich relativ, ich sage jetzt mal, gerecht zu. Aber es gibt so ein bisschen eine Trennung bei dieser Gilde. Es gibt so etwas die Älteren, die das wirklich machen, weil sie eben müssen, die keinen Spaß daran haben. Und dann gibt es eben so diese neue Ordnung, die eben tötet, weil es ein Privileg ist, weil sie Spaß daran haben. Und dazwischen entwickelt sich so ein bisschen ein Twist. Zudem gibt es eine künstliche Intelligenz, der alles sieht, der alles weiß, der wirklich... oder das, je nachdem, wie wir es nennen wollen, der wirklich so gefühlt über allem steht, was die Lebenden betrifft, der aber keinen Zugriff auf die Size hat. Und im ersten Teil begleiten wir zwei Anwärter in dieser Size-Gilde und erleben so ein bisschen die Unterschiede, wie ist die Ausbildung, auf was kommt es an, wie liest man nach und erfährt so ein bisschen, wie die Welt sich entwickelt hat. Und ich liebe diese Welt. Ich finde diese Zukunftsvariante, oder es ist ja keine echte greifbare Variante, wirklich grandios. Neil Schusterman hat eine Welt erschaffen, die ich gigantisch finde, die ich großartig finde, die ich irgendwie realistisch finde, trotz aller Merkwürdigkeiten, die einfach da sind, ohne dass sie erklärt werden. Ich mag es, dass wir Perspektivwechsel haben. Im zweiten Teil kommt jetzt auch noch eine andere Perspektive dazu. Wir hören auch dieses Oberhaupt der künstlichen Intelligenz, den Thunderhead. Wir sind da so mit dabei, wie er so eine Art Reports abgibt, wie er die Welt sieht, ganz emotionslos, wenn man so möchte. Ich liebe das. Ich liebe es, wie er das geschaffen hat, wie er sich das zusammengedacht hat, wie er die Charaktere erschafft, wie tiefgründig die sind, wie man natürlich schon irgendwie mittendiert in die eine oder andere Richtung, wie es aber kein klares Gut und Böse gibt, sondern ja, so das Verwobene ist. Und ich freue mich jetzt mega auf den dritten Teil, der gefühlt just in dem Moment, wo ich das Video drehe, auch erscheint.
Und ich habe ihn ja schon hier als echtes Buch, müsstet ihr sogar sehen. Aber ich möchte es auf jeden Fall auch von Thorsten Michaelis gesprochen hören. Ich finde das einfach Hammer. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Ich bin mega gespannt, wie es endet. Nachdem ja sowohl der erste Teil mit einem Cliffhanger endete, als dann auch der zweite sehr, sehr gemein endete, ja, muss man jetzt unbedingt mit dem dritten Teil weitermachen. Also für mich nicht nur ein Geschicht-Highlight, ein Buch-Highlight, sondern auch wirklich ein Hörbuch-Highlight. Deswegen auch Hörgenuss des Monats und für mich auch wirklich ein Jahreshighlight dieser Reread. Und ich finde es wirklich gut, dass ich tatsächlich nochmal den Reread gestartet habe, weil ich, man vergisst manches, man denkt, dass manches doch in eine andere Geschichte gehört und man doch eigentlich hier war. Ich hatte in einem anderen Video, ich glaube zur ersten Bücherwoche auch gesagt, also zur Bücherwoche zum ersten Teil, dass eine Verfilmung geplant ist. Also das steht zumindest, glaube ich, in der Danksagung vom zweiten oder dritten Teil irgendwie drin. Oder war es zum ersten Teil, dass die Filmrechte verkauft sind, dass man auch schon dran sitzt. Und ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass wohl der Cast irgendwie sogar schon am Laufen ist, also gecastet wird. Also es ist nicht nur ein Wunschdenken, ich glaube, das war irgendwie die Frage, sondern ich habe das wirklich so mitbekommen, dass das eben so der Fall ist, dass es hier eine Verfilmung geben wird. Und ich mega, mega gespannt bin. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es wirklich ein Film wird oder eine Serie. Da bin ich so ein bisschen raus. Man kann natürlich eigentlich nur hoffen, dass man sich Zeit nimmt, die Geschichte zu erzählen. Ich persönlich finde es schwierig, ein 500-Seiten-Buch in 2 Stunden zu erzählen. Man sagt ja sonst immer so, pro 100 Seiten braucht man knapp eine Stunde. Das würde dann eher nach einer Serie aussehen, aber ich weiß es tatsächlich nicht so richtig. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt auch auf den dritten Teil. Und freue mich, dass jetzt demnächst oder zu hören. Werdet ihr ja, denke ich, auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche auch noch was zu den abschließenden Worten hören. Ja, ich glaube, das war es jetzt mit den Büchern. Serientechnisch gibt es aus der letzten Woche nichts zu erzählen. Ich habe ein bisschen Podcast auch noch gehört, ein paar YouTube-Videos angesehen, aber tatsächlich nicht groß was an Serie, denn ich habe mich auf Carnival Row gefreut, was am Freitag vor einer Woche auf Amazon jetzt erhältlich ist. Das sind so diese Feen, Elfen, magische Wesen, die Serie mit Orlando Bloom. Ich bin tatsächlich bis jetzt in der Woche noch gar nicht dazu gekommen, reinzuschauen. Ich hatte die Woche bis jetzt ein bisschen was zu tun, hatte da abends auch nicht so die Muße dazu und mal sehen, wann ich in die Serie reinschaue. Freue mich jetzt aber dann auch im Dezember schon auf V-Wars und auch auf The Witcher. Also ja, 3 Serien, die so jetzt auf der Watchlist sind und auf die ich mich freue. Und ab morgen ist ja dann der 1. Advent und auch der 1. Dezember. Das heißt, das erste Adventskalendertürchen wird sich öffnen mit dem ersten Jahreshighlight aus 2019. Ich hatte euch ja in einem kleinen Ankündigungsvideo erzählt, dass es jetzt jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember einen Adventskalender gibt mit den Buchhighlights des Jahres. Und ich dann sozusagen mir das Jahreshighlight-Video so ein bisschen spare, beziehungsweise ein bisschen kürzer ist, weil ich mir eben nicht 10, 15 Highlight-Bücher raussuchen muss und dann kurz darüber quatschen muss, also mich kurz fassen muss, sondern dass es jetzt wirklich jeden Tag ein Türchen gibt. Um 7 Uhr öffnet sich das jeden Tag und ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, es gibt trotzdem eine Bücherwoche und es wird auch 1 bis 2 Videos noch regulär daneben geben. Ich werde aber das so ein bisschen kürzer fassen, weil natürlich die Vorbereitung jetzt auf den Adventskalender schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Und ich liege gut. Also ich habe einige vorbereitet und theoretisch muss ich jetzt im Dezember auch nur noch die Highlights drehen, die jetzt Ende November sozusagen angefallen sind oder die dann im Dezember anfallen. Beziehungsweise, wenn es da keine Highlights geben sollte, muss ich mir dann eben einfach noch ein Highlight aus einem anderen Monat irgendwie suchen. Aber das sollte gar kein Thema sein. Ja, morgen 7 Uhr geht's los. Freut euch auf das erste Türchen und ich freue mich auf den Austausch. Alle Buchinfos, wie gesagt, unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und meine Kamerageile Sunny und ich denken, wir haben jetzt alles erzählt. Und ich habe auch, glaube ich, nichts vergessen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen ersten Adventmorgen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.